أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا. dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, Allah azza wa jal hat unsere Herzen wieder zusammengeführt in eurer kleinen Moschee, in einem Dörflein, Dormagen. Gibt es außer euch noch andere Muslime, die hier leben? Ja, oder seid ihr die Einzigen? Ich weiß nicht, ich habe nur den Gemüsehändler oben gesehen. Aber subhanallah, ein Bruder sagte mir, schau mal, bis hierhin ist der Islam gekommen. Wallahi, das ist eine Ni'ma, das ist eine Gnade, dass wir an einem solchen Ort, in einem kleinen Dorf was finden, eine Moschee. Möge Allah azza wa jal diese Moschee segnen und die Leute, die zum Wohlgefallen Allahs azza wa jal herkommen, um das Paradies zu erschreiben, und möge Allah azza wa jal uns und euch allen das Paradies geben. Inshallah ta'ala haben wir uns gedacht, für die nächsten Sitzungen, bi'idhnillah ta'ala, ihr seid ja auch immer fest in unserer Tour eingeplant, Dormagen, es ist eine kleine, aber eine feine Moschee, walhamdulillah, mir sind drei Leute, die lernen wollen, lieber als 1000 Leute, die einfach nur den Stickstoff verbrauchen, haben wir auch sehr, sehr viele. Diese Leute werden uns nicht viel nützen, aber diese drei Leute, die verstehen, die umsetzen, die praktizieren und das den Menschen weitergeben, wallahi, sie machen die Aufgaben der Propheten, und wer die Aufgaben der Propheten macht, der hat den besten Lohn bei Allah Azza wa Jal zu erwarten. Allah Azza wa Jal sagt, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ. Schaut mal, subhanallah, eine gewaltige Ayah. Allah Azza wa Jal sagt, und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht. Gehorchen heißt, man tut, was Allah und sein Gesandter einem befehlen. Diese sind diejenigen, denen Allah seine Gnade erwiesen hat. Was Gutes bekommen oder was Schlechtes bekommen? Was Gutes bekommen. Und Allah Azza wa Jal sagt, unter ihnen sind sie die Propheten. Sie sind die Propheten. Und die Siddiqin, die Wahrhaftigen. Und die Märtyrer und die Rechtschaffenen. Allah hat sie alle nach einer Rangfolge aufgezählt. Die Besten davon waren die? Die Propheten. Und welche Aufgabe macht ihr dann? Die Aufgabe der Propheten. Und ihr seid, inshallah ta'ala, diejenigen, die den Propheten auf beste Art und Weise nachfolgen. Und deswegen werdet ihr, inshallah ta'ala, den gewaltigsten Lohn bekommen, als die Propheten zu den Menschen gekommen sind und die Menschen die Wahrheit nicht annehmen wollten. Da sagten die Propheten, denn sie verlangten kein Geld von den Menschen. Sie wussten, es gibt etwas, was besser ist als ein Monatslohn. Und das ist der Lohn bei Allah Azza wa Jal. Deswegen sagten sie, in ajliya illa ala Allah. Mein Lohn obliegt nur Allah Azza wa Jal. Von euch möchte ich gar nichts haben. Ich komme zu euch mit einer gewaltigen Botschaft. Und wenn ihr diese Botschaft annimmt, dann werdet ihr in das Paradies gehen. Und selbst dafür will ich keinen Lohn von euch, sondern ich möchte den Lohn von Allah Azza wa Jal. Weil wer kann besser belohnen als Allah Azza wa Jal? Und ich mache denjenigen eine frohe Botschaft, die wallahi dieses Wissen erstmal sich erwerben, umsetzen und dann weitergeben. Sie sind die tatsächlichen, wahren Nachfolger der Propheten. Denn hier wird das Erbe der Propheten verteilt. Und das Erbe der Propheten waren keine Häuser oder Kühe oder Geld, sondern es war das Wissen. Möge Allah azza wa jal uns nach dem Wissen handeln lassen. Und die nachfolgenden Sitzungen, inshallah ta'ala, werden wir, und das Buch habe ich in Berlin angefangen, und zwar At-Tazkiyah, wie man seine Seele reinigt, wie man ein besserer Mensch wird. Und das brauchen wir alle. Denn ich habe eins festgestellt im Laufe der Zeit, wo wir Da'wah machen, liebe Geschwister, dass viele Brüder schon einige Dinge der Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah angenommen haben. Aber von ihrem Charakter sind sie weit entfernt. Und das eine passt nicht ohne das andere. Es reicht nicht, dass du äußerlich wie ein Muslim aussiehst, aber innerlich ist dein Herz verdorben. Es gibt Brüder,
Der hat so einen langen Bart, wenn du ihn anschaust, dann hast du Angst, dass er darüber stolpert. Oder eine Schwester, die trägt Niqab. Du denkst, das ist eine Schwester, die möchte sich reinhalten von allem. Aber unter diesem Niqab und über diesem Bart stehen Personen, die verdorbene Herzen haben. Möge Allah Azzawajal unsere Herzen reinigen. Und niemals ist das für uns erlaubt, dass wir äußerlich einen Muslim, einen rechtschaffenen Muslim abgeben, aber unser Herz ist verdorben, verfault, es stinkt, die Leute mögen dich nicht, lieben dich nicht, obwohl du ein Muslim bist. Das darf niemals der Fall sein. Dann haben wir etwas falsch verstanden, denn die gesamte Religion ist Charakter, wie Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, ad-dinu kulluhu khuluq. Die gesamte Religion ist Charakter. Die gesamte Religion ist was? Charakter. Wer zu dir mit viel Charakter kommt, der ist auch zu dir gleichzeitig mit viel Religion, Wissen gekommen. Weil letztendlich muss sich dein Wissen widerspiegeln in deinen Handlungen. Und das ist das, was wir heutzutage sehen. Brüder, der einen langen Bart hat, der trägt die Sunna, hier den Siwak, da den Koran. Und subhanallah, direkt unter dem Koran, der in der Brusttasche ist, ist alles andere außer dem Koran. Wallahi ladi. Er handelt nach alles andere außer dem Koran. Schaut mal, die Leute, wenn sie heiraten, der sagt dir, ach, ich möchte nach Koran und Sunna heiraten. Kaum hat er geheiratet, dann ist er seine Frau nur am Vermöbeln. Wir haben gehört von Brüdern, die haben so einen langen Bart, der schlägt jeden Tag seine Frau vor seinen dreijährigen Töchtern zusammen. Was hat der gelernt vom Islam? Wallahi, der ist eine Schande für den Islam. Und ich sage es mit jedem Buchstaben, wie ich es sage. Oder eine Frau, sie sagt, ich bin eine Tugendhafte und ich möchte Aisha radiyallahu anha wa ardaha folgen. Aber wir sehen, dass sie ihrem Mann nur Kopfschmerzen macht, nur Probleme macht. Sie hat ihn geheiratet, damit sie ein Gegner für ihn sein darf und nicht eine Ehefrau. Das sind Leute, die haben ihre Religion nicht verstanden. Die müssen erst mal lernen, was bedeutet die Religion des Islam. Es ist eine Unterwerfung. Jeder hat Rechte und jeder hat Pflichten. Und wir haben besondere Aufgaben, gegenüber wen zu erfüllen, gegenüber Allah Azza wa Jal, liebe Geschwister, wenn wir das nicht verstehen, wenn wir unser Gelüst höher schätzen als die Religion, dann haben wir diese Religion verstanden oder nicht verstanden. Wallahi nicht verstanden. Und wir werden heute, inshallah ta'ala, im Laufe dieser Sitzung über das Befolgen des Gelüstes sprechen. Das bedeutet, was bist du für ein Diener? Entscheidest du dich immer für das, was du persönlich liebst, auch wenn es gegen die Religion spricht? Oder sagst du immer, ich möchte nicht dem folgen, was meiner eigenen Neigung entspricht, sondern ich möchte was folgen? Koran und Sunna. Möge Allah Azza wa Jal uns zu unterwerfenden Dienern machen. Die Befolgung der Gelüste, liebe Geschwister, lasst uns erstmal erfahren, was ist überhaupt ein Gelüst? Die Gelehrten sagen, Al-Hawa, kullu ma yuriduhu al-insanu wa yakhtaruhu wa yardahu wa yamilu ilayh. Alles, was der Mensch möchte, begehrt, und es selber auswählt und damit zufrieden ist und er neigt sich dieser Sache, so ist dieses ein Gelüst. Auf Arabisch, wer weiß, was auf Arabisch Gelüst heißt? Hawa. Hawa ist das Gelüst. Vielleicht liest ihr in Surah Al-Qari'ah, wer kennt sie? Na, da gibt es eine Ayah. Welche Ayah ist das? Okay. Da wo Al-Hawa drin ist, fa'ummuhu hawiya. So wird heißt normalerweise Mutter, aber hier ist was gemeint, das Endziel. So ist sein Endziel Al-Hawiya. Was ist Al-Hawiya? Hier? Die? Jahannam, die Hölle. Fa'ummuhu hawiya. قال العلماء لأن الهوى يهوي إلى الهاوية. Weil das Gelüst führt wohin? In الهاوية, dem Höllenfeuer. Das heißt, die Befolgung des Gelüstes führt zum Höllenfeuer, liebe Geschwister. Alles, was der Mensch möchte und es auswählt und damit zufrieden ist und er sich diesem zuneigt, das ist الهوى, das Gelüst, liebe Geschwister. Und jeder Mensch von uns allen besitzt Triebe, Gelüste. Hast du Hunger? Hast du Durst? Verlangt es dir nach einer Ehefrau? Sollen wir Werbung für dich machen? Alhamdulillah, wir sind hier nicht wegen Heiratsvermittlung. Ich wollte euch nur eine Sache damit sagen.
Dieses sind natürliche Triebe, die jeder Mensch hat. Wenn wir diese Triebe nicht hätten, dass wir hungrig werden und dass wir durstig werden, dann würden wir letztendlich was? Aussterben. Richtig? Wir würden sterben, wenn wir diesem Trieb nicht folgen würden. Wenn wir hungrig sind, müssen wir essen. Wenn wir durstig sind, müssen wir trinken. Und wenn wir Geschlechtsverkehr mit den Ehefrauen haben, dann entstehen daraus Kinder. Das heißt, wenn es diese Triebe nicht geben würde, würde sogar die Menschheit aussterben. Ha? Schaut mal, diese Triebe, solange sie so nach Koran und Sunna ausgelebt werden, so sind sie erlaubt oder verboten? Erlaubt. Du hast Hunger, dann machst du nicht Chinsir kross gebacken, Schwein kross gebacken, sondern Kuhfleisch kross gebacken, von mir aus, aber halal geschlachtet. Ja? Oder du holst dir einen schönen Fisch, halal oder nicht? Immer. Ja. Jetzt haben wir dich reingelegt, kleiner Mann. Einmal sagte ein Bruder zu mir, die ging in so einen türkischen Laden rein und da stand auf Thunfisch halal. Also der hat es etwas übertrieben mit dem halal. Natürlich, Fisch ist immer halal. Fisch ist was? Immer halal. Alles, was im Meer lebt. Die Gelehrten sagen, würde auch ein Schwein die ganze Zeit im Meer leben, wäre er halal. Alles, was im Meer lebt, ist halal zu essen. Das heißt, du kannst einen Haifisch essen, wenn er dich nicht isst. Na? Du kannst alles, was es im Meer gibt, essen. Und es ist halal für dich. Hani an lak. Herzlichen Glückwunsch, was auch immer du aus diesem Meer herausfischst. Das ist Meerschweinchen lebt nicht mehr. Meerschweinchen lebt nicht mehr. Salam alaikum. Aber auch diese Muscheln. Weil man sagt, Habibi, seht ihr, das Essen hat eure Triebe erweckt. Lasst uns jetzt mit dem Essen. Ich will euch nur eine Sache damit sagen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben natürliche Triebe. Diesen Trieben müssen wir nachgehen. Wenn wir hungrig sind, dann essen wir. Wenn wir durstig sind, dann wollen wir etwas trinken. Was aber dürfen wir nicht trinken? Alkohol zum Beispiel. Ja? Nicht, dass du sagst, mein Arzt sagt mir immer, ich soll ein Glas Bier trinken abends, damit ich eine gute Leber bekomme. Dann sagen wir ihm, lass mal deine Leber am Leben und lass den Alkohol weg. Weil subhanallah, so kommt der Scheitan zu einem. Heutzutage sagen die Leute ja nicht mehr Alkohol. Die sagen Beruhigungsgetränk. Mashallah. Beruhigungsgetränk. Schaut mal, wie der Mensch sich subhanallah al-Azim selber betrügt, weil Scheitan zu ihm kommt und er sagt ihm, das ist kein Alkohol. Das ist ein Beruhigungsgetränk. Warum? Weil er möchte ihm diese Sache schmackhaft machen. So wie Shaitan zu Adam a.s. und Hawa kam zu ihnen, sie durften nicht vom verbotenen Baum essen. Was hat er gesagt, wenn ihr davon isst, dann werdet ihr? Unsterblich. Ihr werdet unsterblich sein. Weil er kannte ihre Gelüste, ja oder nein? Natürlich. Er kannte sie. Subhanallah al-Azim. Also hat er ihn haram zu was verkauft? Zu halal. So ist die Sache. Und heutzutage sehen wir, dass die Leute sich betrügen, liebe Geschwister. Wenn du durstig bist, dann darfst du alles trinken, was dir erlaubt ist, außer das, was dir verboten wurde. Wenn du den Trieb nach dem Geschlechtsverkehr hast, dann darfst du diesen Trieb lediglich mit deiner Ehefrau ausüben und nicht Sinna machen, was gegen Koran und Sunna ist, liebe Geschwister. Das ist Al-Hawa, das ist dein Trieb, welches du im Halal ausleben darfst. Ich habe eine Frage an euch. Und ich möchte, dass wir richtig über diese Frage nachdenken. Hat Allah uns Muslimen den Spaß verboten? Nein. Ja oder nein? Wir haben doch gerade alles gesagt, subhanallah. Wenn wir hungrig sind, dürfen wir essen, ja oder nein? Okay, die Kuffar essen auch. Aber die Kuffar essen, was sie wollen. Schwein oder nicht Schwein? Das ist hier die Frage. Wir essen aber was? Was erlaubt ist. Selbst eine Kuh, die nicht geschlachtet wurde, dürfen wir sie essen? Nein. Sie muss geschlachtet worden sein von einem Muslim, einem Juden oder einem Christen. Auch wenn dieser Jude oder Christ nicht Bismillah gesagt haben, so sagst du Bismillah, hauptsächlich diese Kuh wurde geschlachtet. Das ist unsere Religion. Allah Azza wa Jal hat uns dieses erlaubt. Das heißt, wir dürfen trinken und wir dürfen essen und wir dürfen Geschlechtsverkehr haben. Eine Frage, welchen Trieb hat Allah dir verboten? Bist du wirklich ein Benachteiligter? Antwort? Nein.
Nein. Aber weil die anderen so leben, wie sie wollen, dann hast du das Gefühl, dass du benachteiligt bist. Ja, Miskin. Wallahi, du bist ein Miskin. Wer hat dir gesagt, du kannst das nicht ausleben? Wenn du hungrig bist, eile zum Dönerladen. Halal, wir sind immer noch bei Halal. Und schaut mal, das ist der Unterschied zwischen einem Muslim. Selbst wenn er hungrig ist, dann kommt er plötzlich an einem Dönerladen und er erfährt, dass dieser Döner nicht halal ist. Weil ihr wisst, liebe Geschwister, viele machen Schwein rein in den Döner, richtig? Und vor kurzem war auch noch Pferdefleisch. Deswegen haben die Leute gesagt, wenn du in deinem Döner kein Pferdefleisch hast, dann hast du Schwein gehabt. Auf jeden Fall, schaut mal, wie die Sache ist. Du hast Hunger, aber du weißt, in diesem Döner gibt es Schwein. Isst du oder isst du nicht? Das ist der Unterschied zwischen dir und einem Kafir. Das ist der Unterschied. Weil du in deinem Magen nichts verzehrst, nichts hereintust außer Halal. Du hast Durst. Auf einmal riechst du einen Duft, der dich zwar etwas betört, aber dieses ist Alkohol. Trinkst du ihn? Nein. Weil dieses nicht mit deiner Religion übereinstimmt. Schaut mal, was hast du hier gemacht? Du hast hier dein Gelüst vor oder nach deiner Religion gestellt? Nach deiner Religion gestellt. Das ist ein Muslim. Er tut alles auf erlaubte Weise und dann genießt er richtig. Von mir aus esst das Kuhsteak und noch lecker. Kein Problem. Es ist erlaubt für dich zu genießen, lieber Bruder und liebe Schwester, solange dieser Genuss halal ist. Solange dieser Genuss halal ist. Allah Azza wa Jal sagt, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat, walayyadu billah. Das bedeutet, diese Person, hat er eine Religion? Antwort? Antwort? Ja, sein Gelüst. Sein Gelüst ist seine Religion. Sein Gelüst ist sein Gott. Deswegen sagte Ibn Abbas radiallahu an, er sagte, شَرُّ إِلَهٍ عُبِدَ فِي الْأَرْضِ الْهَوَى. Der schlimmste Gott, der auf dieser Erde angebetet werden kann, ist das Gelüst. Ein Gott oder kein Gott? Wallahi, ein Gott. Das ist ein Gott, liebe Geschwister, weil du letztendlich so handelst, als ob du nicht vor Allah stehen wirst. Als ob du nicht die Strafe von Allah Azza wa Jal zu spüren bekommst. Als ob du auf der Rechtleitung bist. So genießt du in deinem Leben, wie du willst. Du fragst nicht, ob das halal ist oder haram. Das ist das Leben von einem Kafir und nicht von einem Muslim. Und alle Herzenskrankheiten, die eine Person besitzt, ist aufgrund der Befolgung des Gelüstes. Sag, ein Muslim, er hat gelernt, auch manchmal zurückzustecken. Für wen? Für Allah Azza wa Jal. Aber schaut mal, wenn du zurücksteckst für Allah, dann wird Allah dir in deiner Sache Geduld geben. Wallahi ladi. Allah Azza wa Jal wird dir Geduld geben. Warum? Wenn Allah sieht, dass du etwas zu seiner Zufriedenheit machst, dann wird Allah dich nicht traurig sein lassen, sondern glücklich machen. Möge Allah Azza wa Jal uns zu den glücklichen Dienern machen, liebe Geschwister. Deswegen sagte Yahya ibn Yahya, er sagte, einige der rechtschaffenen Menschen sagten, Ashraful Ulama, man haraba bidinihi min ad-dunya wastus'iba qiyaduhu 'ala al-hawa. Diejenigen, die die geehrtesten und die besten Diener sind, das sind diejenigen, die sind von dieser Dunya geflüchtet mit ihrer Religion. Das bedeutet, sie haben ihr Gelüst aus dem Spiel gelassen, obwohl das Gelüst vorgestellt wurde, haben sie es nicht ausgelebt. Also haben sie diesen Rückzug gemacht. Sie sind geflohen aus dieser Dunya, der Dunya des Gelüstes, und haben den Verstand benutzt. Denn diese Triebe, die wir jeden Tag alle erleben, liebe Geschwister, und wir kommen gleich dazu, diese Triebe, sie führen dich, wenn du sie nicht kontrollierst, was haben wir gesagt, wohin? In das Höllenfeuer. Al-Hawiyah. Al-Hawiyah. Wer möchte in das Höllenfeuer? Wallahi, niemand von uns möchte hereingehen.
Möge Allah uns vor dem Höllenfeuer bewahren. Deswegen siehst du, lieber Bruder, wenn du Triebe hast, und du hast Triebe, jeder von uns hat Triebe, aber unsere Religion ist der Filter, ob du einen Trieb auslebst oder nicht, das hat mit was zu tun? Mit Halal oder Haram. Wer sagt mir den Unterschied zwischen dem Ausleben des Gelüstes von einem Gläubigen und von einem Kafir? Jetzt, nachdem ihr diese Sachen erfahren habt. Was ist der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Kafir in der Auslebung der Gelüste? Haben wir gerade erklärt. Nein? Verzicht auf die Gelüste. Also der Muslim verzichtet gänzlich auf seine Gelüste? Ich meine, das nach der Religion stellen. Die Gelüste nach der Religion zu stellen. Das heißt, bevor er ein Gelüst auslebt, was macht er? Schaut er danach, ob das erlaubt ist oder nicht. Barakallahu fik. Der Käfer, wenn er ein Gelüst hat, dann ran an die Buletten. Sag. Richtig? Ja oder nein? Der kennt kein Jannah und kein Nar, der Ärmste. Möge Allah die Menschen zum Islam recht leiten. Und dadurch hast du einen Gott, nein, den schlechtesten Gott, wie Ibn Abbas sagte, auf der Erde angebetet. Und das ist dein Gelüst. Weil dieses Gelüst führt dich zum Guten oder zum Schlechten? Zum Schlechten. Liebe Geschwister, schaut mal, subhanallah, einer der Salaf-Gelehrten, einmal kam ein Mann zu Suleiman ibn Habib in seine Wohnung herein. Suleiman ibn Habib, er hatte eine wunderschöne Sklavin. Und damals haben die Sahaba und die Salaf-Gelehrten Sklavinnen gehabt. Und es war erlaubt, Allah Azza wa Jal hat dieses erlaubt, dass man neben den Ehefrauen noch was heiraten konnte, noch was nehmen konnte? Sklavinnen. Na? Aber nicht, dass heute einer kommt und sagt, ja, meine Sekretärin ist meine Sklavin. La hawla wa la quwwata illa billah. Die Leute werden sehr kreativ heute. Bei uns in Berlin hat einer mal einen Spaziergang mit seiner Freundin gemacht, möge Allah uns bewahren. Der war von dieser Takfiri-Abteilung. Dann hat ein Bruder ihn gesehen, hat ihn gesagt, ach, ich fürchte Allah, was ist los mit dir? Er sagt, nee, das ist meine Sklavin. Sie guckt ihn so an. Ich glaube, der Tag für ihn war gelaufen. Schaut mal, wenn wir unseren Gelüsten folgen, wie wir diese Sache einfach so für uns nach unserem Gelüst, subhanallah, ausleben. Das ist nicht erlaubt, liebe Geschwister. Damals haben sie Sklavinnen gehabt. Heute gibt es dieses nicht mehr. Und sie haben Sklavinnen gehabt und sie konnten sie vom Markt kaufen, sie aussuchen, wie auch immer sie wollten. Und dabei haben sie sich auch schöne Sklavinnen gekauft. Suleiman ibn Habib, rahimullah ta'ala, er hatte eine wunderschöne Sklavin. Dann kam einmal ein Mann zu ihm in die Wohnung herein. Dann sagte Suleiman ibn Habib, was sagst du zu dieser meiner Sklavin? Dann sagte dieser Mann, ich habe noch nie so ein hübsches Gesicht gesehen. Sie hat ein Vollmondgesicht. Wenn wir das im Deutschen sagen, sie hat ein Mondgesicht, das ist eine Beleidigung, richtig? Das heißt, er hat so ein kreisförmiges Gesicht. Aber im Arabischen, sein Gesicht ist wie Al-Badr. Al-Badr ist der Vollmond. Diese Vollmondstrahlen, Nacht, wunderschön. Nein. Und deswegen, er sagte zu ihm, das ist die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Suleiman ibn Habib, rahimullah ta'ala, sagte, nimm sie an die Hand und mach sie zu deiner Sklavin. Ich schenke sie dir. Schaut mal, was er zu ihm sagte, subhanallah. Er sagte, لِيَعْلَمَ هَوَيْ أَنِّي لَهُ غَالِب, damit mein Gelüst endlich versteht, dass ich mich ihm niemals beuge, auch wenn ich diese Frau so sehr liebe, nimm sie, mein Dien, meine Persönlichkeit ist stärker als mein Gelüst. Habt ihr verstanden? Meine Persönlichkeit, das heißt meine Religion, ist stärker als mein Gelüst. Das ist der richtige Weg, dass du dich nicht von wem besiegen lässt, von deinem Gelüst. Subhanallah. Und eine der erstaunlichsten Geschichten, die die Shuyukh erzählt haben, es gab damals einen Mann, liebe Geschwister von den früheren, er war eine Person, der eine Fitna hatte, wie viele Männer das hatten. Was denkt ihr, was war diese Fitna? Ihr seid geständig. Er hatte so ein Problem damit, bei einer schönen Frau wegzugucken. Also schaute er immer die wunderschönen Frauen an. Aber er hat das nicht geliebt. Er wusste, dass es eine Sünde gegenüber Allah und er war damit nicht zufrieden, aber subhanallah, der Shaitan hat ihn oft besiegt. Dann hat er seine Hände gehoben, zu einem Zeitpunkt, wo Allah das Dua annimmt. Er sagte, ja Allah, ich möchte dich nicht unzufrieden machen. Mache mich blind, damit ich meinem Gelüst nicht folge. Allah. Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand sowas macht? Hat einer von euch diesen Dua mal gemacht? Ja Allah, schenke mir eine größere Sehkraft, dass ich sie noch besser sehen kann. Und mach, dass die Preise für die Ferngläser billiger werden. Das sind doch unsere Bittgebete, richtig? Er sagte, ja Allah, nehme mir mein Augenlicht weg,
damit ich dich nicht unzufrieden mache, wenn ich die Sünde begehe. Allahu Akbar. Was waren das für Leute? Leute, die zwar Sünden gemacht haben, aber sie waren damit nicht zufrieden. Allah Azza wa Jalla sagt, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Derjenige aber, der die Grenzen überschreitet und er bevorzugt das diesseitige Leben vor dem Jenseits, so wird Jahim, was ist Jahim? Höllenfeuer, es wird seine Heimstätte sein. Es wird seine Heimstätte sein. Und jetzt kommt die frohe Botschaft. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Derjenige aber, der das Stehen vor Allah Azza wa Jal fürchtet, und wir alle werden vor wem stehen? Vor Allah Azza wa Jal. Du denkst immer daran und deswegen lebst du nicht, wie du willst. Derjenige aber, der das Stehen vor Allah Azza wa Jal fürchtet, jetzt kommt der Teil, den wir brauchen, und er zügelt seine Seele, er hält seine Seele vom Schändlichen ab, so wird das Paradies für ihn zuteil werden. Ha, schaut mal, was Allah Azza wa Jal uns sagt. Das bedeutet, dass diese Seele, unsere Seele, auch uns zu wo treiben will? Zum Schlechten. Wa nafsi wa ma sawaha. Bei der Seele und dem, der sie erschaffen hat. Allah Azza wa Jal. Was sagt Allah Azza wa Jal? Wa nafsi wa ma sawaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Der ihr dieser Seele was eingegeben hat? Einmal Gottesfurcht und einmal Sündhaftigkeit. Zwei Gegner, die zueinander stehen. Allah hat dich damit geprüft, dass er dir in deine Seele von Anfang an zwei Dinge gegeben hat, und zwar Gottesfurcht und subhanallah, du merkst das. Allahu Akbar. Manchmal, dir ist nach einer Sache, aber religiös ist das nicht erlaubt. Die Seele will dich dorthin bringen. Manchmal aber auch, du willst eine Sache machen, dann sagt dir die Seele, schäm dich. Kennen wir das alle? Allah hat dir was in diese Seele eingegeben? Sowohl die Sündhaftigkeit als auch die Gottesfurcht. Können wir jetzt zu diesen Dienern gehören und sagen, Allah hat uns sowieso die Sündhaftigkeit eingegeben, also leben wir, wie wir wollen, denn schließlich hat Allah das so gewollt. Antwort falsch. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Jetzt kommt das Entscheidende. قَدَ أَفْلَحَ. Derjenige ist erfolgreich, der diese Seele reinhält. Heißt, hast du einen Einfluss, ja oder nein? Du hast einen Einfluss darauf, diese Seele reinzuhalten. وَقَدِ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Und verloren hat derjenige, der diese Seele verkümmern lässt, der diese Seele vernachlässigt. Er gibt der Seele, was er will, und dafür riskiert er das Höllenfeuer. Subhanallah al-Azim. Und das sehen wir, liebe Geschwister. Und deswegen aufpassen bei der Kindererziehung. Gebt nicht euren Kindern alles. Denn wenn ihr euren Kindern alles gibt, dann werden sie sich daran gewöhnen. Und wenn sie es nicht bekommen, wie werden sie es erlangen wollen? Auf dem Weg? Haram oder Halal? Haram! Hauptsache, sie bekommen es, weil sie sind gewohnt, dass wenn sie eine Sache möchten, dass sie es auch bekommen. Das ist falsch. Das ist ein grober Fehler, liebe Geschwister. Es gibt Eltern, die geben ihren Kindern alles. Der schreit nur ein, zwei Mal, die gibt ihm gleich eine 3 Kilo Packung Popcorn in die Hand. Die ist schwerer als er selber. Oh, soll mal ruhig werden. Subhanallah, liebe Schwester, es geht hier nicht darum, dass du dein Kind für 10 Minuten stillst. Denke an die Folgen, die gravierenden Folgen. Wann kommen sie? Wenn er erwachsen ist. Und dann will er auch immer alles haben, was er gewohnt ist zu bekommen. Und das ist gefährlich. Und das merken wir bei Leuten, auch Kinder von Reichen. Kennt ihr Kinder von Reichen? Na, und dann sagt ihr alle, ja, Alhamdulillah. Aber es gibt diese Reichen, der möchte auf kein Gelüst verzichten, richtig? Und der ist dann bereit, alles zu tun, nur um seinem Gelüst folgen zu können. Natürlich, diese Leute haben immer alles bekommen. Und das ist nicht die richtige Erziehung, liebe Geschwister, sondern, dass du deinem Kind manchmal eine Sache gibst und manchmal nicht. Er soll lernen, auch geduldig zu sein. So sollten wir das lernen. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns in einer Überlieferung, die eher schwach ist, aber ihre Bedeutung ist richtig. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Niemand von euch ist wirklich gläubig, das bedeutet vollständig im Glauben, bis sein Gelüst dem entspricht, womit ich gekommen bin. Du zügelst deine Seele, du zügelst dein Gelüst
Und wenn eine Sache für dich erlaubt ist, dann darfst du sie ausleben. Aber wenn du weißt, dass eine Sache für dich nicht erlaubt ist, dann stellst du dieses Gelüst hinter deiner Religion. Liebe Geschwister, so ist die richtige Handlungsweise. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Mujahidu man jahada nafsa. Mujahid, natürlich das Wort Jihad, wenn wir das sagen, manche Leute denken, Jihad ist nur Kalaschnikow und alle abballern. Nein, es gibt Größeres als diesen Jihad, wie wir jetzt erfahren werden. Der größte Jihad ist der Jihad an-Nafs. Dass du erstmal, was erziehst dein? Dein Nafs, liebe Geschwister. Du solltest dein Nafs erziehen. Warum? Wir sollten das lernen. Allah Azza wa Jal hat uns Dinge in unsere Seele eingegeben. Sündhaftigkeit. Sündhaftigkeit. Schaut mal. Bal yuridu al-insan liyafjura amama yas'alu ayyana yawmul qiyama. Aber der Mensch, er will die Sünden ausleben. Er will die Sünden sprengen. Das bedeutet, er will so viel an schlechten Taten machen, wie er möchte. Er fragt, wann ist der Tag der Auferstehung, damit er kurz davor was macht? Die Taube. Aber solange wie dieser Tag nicht gekommen ist, möchte er die Sünden machen. Yas'alu ayyana yawmul qiyama. Er fragt, wann ist yawmul qiyama? Wie heute. Heute sprichst du mit den Jugendlichen. Du sagst ihnen, Achi, wann möchtest du endlich beten? Er sagt dir, ja, wenn ich 50 Jahre alt bin, dann gehe ich zum Hasch, spuck dreimal den Stein an und dann komme ich sauber wieder. So sagen sie, richtig? So sagen sie, richtig? Das heißt, er möchte wie lange leben? Kurz bis vor seinem Tod. Und dann möchte er erst was? Tauber machen. Aber der Ärmste hat zwei Dinge vergessen. Erstmal, wer bestimmt den Todeszeitpunkt? Allah und nicht er. Und zweitens, wenn Allah möchte, dass du bereust, wirst du bereuen. Aber wenn Allah nicht möchte, dass du bereust, dann kannst du nicht bereuen. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيْ يَشَاءَ اللَّهِ. Ihr könnt nicht wollen, wenn wer nicht will, Allah Azza wa Jal, weil unser Wille ist unter dem Willen Allahs. Du bist nicht der Boss, ja, ich verstehe das endlich. Unser Wille ist unter dem Willen Allahs. Verstanden? Wir können nur das tun, was Allah uns erlaubt zu tun. Aber wenn Allah sieht, dass wir das Gute tun möchten, hilft er uns dabei? Na. Und wenn er sieht, dass wir das Schlechte tun möchten, hilft er uns auch dabei? Na. Das ist die Religion. Das ist die Religion. Was sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wer ist der tatsächliche, der wahre Mujahid, derjenige, der sein Nafs erzieht, bedeutet, der Jihad mit seinem Nafs macht. Was bedeutet das? Ich nehme eine Kalaschnikow und er schießt mich? Nein. Jihad mit Nafs bedeutet, dass du Jihad gegen dich selber machst. Dass du deiner Seele nicht alles erlaubst. Sag, dass du deiner Seele nicht alles erlaubst. Dass du deinen Gelüsten nicht freien Lauf lässt. Das ist Jihad. Das ist der Jihad. Und schaut mal, was Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte, liebe Geschwister, und das ist wahrlich eine sehr, sehr gewaltige Sache. Er sagte, unser Sheikh sagte uns, wer ist der Sheikh von Ibn al-Qayyim? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, er sagte, Jihadu nafsi wal hawa aslu jihadi al-kuffar wal munafiqin. Der Jihad gegen einem selber. Der Jihad gegen einem selber. Das heißt, dass du deinem Ego nicht alles erlaubst. Das ist die Grundlage für den Jihad gegen die Kuffar und die Munafiqin und die Heuchler. فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى جِهَادِهِمْ حَتَّى يُجَاهِدَ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ أَوَّلًا حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. Denn niemand ist in der Lage, gegen die Feinde Allahs Jihad zu machen, gegen die Kuffar und gegen die Heuchler, bis er mit was Jihad gemacht hat? Erstmal mit seiner Seele. Vorher ist er überhaupt nicht in der Lage, den Jihad gegen die Kuffar und die Munafiqin zu machen. Es gibt heute Leute, der ist seit ein paar Monaten praktizieren. Er sagt dir, wo ist die Kalaschnikow? Ich will rüber. Wir sagen ihnen, Achi, komm zum Fajr-Gebet. Das ist besser erstmal für dich. Weil, subhanallah, er ist nicht bereit, ein paar Stunden Schlaf in Kauf zu nehmen. Der will aber seine Seele für Allah geben. Passt das? Ja oder nein? Ja oder nein? Ich frage euch. Das ist ein Widerspruch. Wer nicht mal bereit ist, und ich habe selber Leute erlebt, der hat sein Handy in der Hand, dann so dieser Jihad-Nashid, idrib ya asad al-falluja, und der schläft weiter. Mashallah, was ist das für ein Jihad? Ach, ich stehe, später. Jihad, später. Das ist der wahre Jihad, dass du erstmal was erziehst, deine Seele. Wer sagte das?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, du musst dich erstmal selbst erziehen. Bevor du das nicht gemacht hast, brauchst du über andere Themen erst gar nicht nachzudenken. Liebe Geschwister, und Allah azza wa jal mit seiner Weisheit hat jedem von uns eine Vorliebe gegeben. Wenn ich jetzt fragen würde, welche Vorliebe hat jeder von uns, dann haben wir bestimmte Themen. Was denkt ihr? Frauen. Welche Frauen? Schöne. Welche Vorliebe? Ach, ich sage welche Frauen. welche Vorliebe? Geld. Die Frauen. Und? Fußball. Geld. Fußball? Geld. Fußball. Fenerbahce. Bum, bum, bum. Wer noch? Geld. Autos. Was noch? Masari. Masari, Aranif. Fluss. Para, para. Geld. Das sind Vorlieben. Und bei jedem ist die Vorliebe anders ausgeprägt als bei einer anderen Person. Der eine ist verrückt nach Frauen. Geld interessiert ihn nicht. Auch keine Spielautomaten. Der hat eine ganz besondere Vorliebe für die Frau. Allah hat ihm diese Vorliebe gegeben. Ha. Warum? Damit er es auslebt, wie er will. Antwort? Als eine Art Prüfung. Prüfung. Der andere interessiert sich nicht für Frauen, aber dafür umso mehr. Für Geld. Er ist verrückt nach Geld. Der hat ein Ziel, jeden Tag muss ich 100 Euro verdienen. Ganz gleich wie. Und wenn ich dabei meine eigene Oma beklaue. Gibt es solche? Wallahi al-Azim, es gibt sie. Der andere, er hat eine Vorliebe für sein Auto. Weder die Frau interessiert ihn, noch das Geld. Der schraubt von morgens bis abends an seinem Auto. Bis er sich irgendwann mal drunter legt und dann fällt das Auto auf seinen Kopf. A'udhu billah. Jeder hat eine Vorliebe, mehr oder weniger als der andere. Und diese Vorlieben sind eine Art Prüfung, denn Allah möchte sehen, wer für dich mehr Bedeutung hat, deine Vorliebe oder Allah. Das ist die Prüfung. Das ist die Prüfung, liebe Geschwister. Deswegen, wer von euch liest den Koran? Inshallah alle. Wie viele Ayat hat Allah Azza wa Jalla uns im Koran genannt, die um diese Vorlieben gehen? Zum Beispiel, o ihr, die ihr glaubt, das ist keine Ayat, ja? Ich will euch nur ein Beispiel geben, das ist auch keine Lustigmachung. A'udhu billah. O ihr, die ihr glaubt, vergesst nicht ständig zu essen. O ihr, die ihr glaubt, vergesst nicht ständig zu trinken. O ihr, die ihr glaubt, sammelt Geld, so viel ihr wollt. Hat Allah uns solche Ayat gegeben? Antwort? Nein, weil dieses sowieso unseren Gelüsten entspricht. Vielmehr hat Allah gesagt, oh ihr, die ihr glaubt, was sollt ihr zeigen? Sabr. Der Sabr etwas, was wir mögen oder nicht mögen? Oh ihr, die ihr glaubt, Jihad. Der Jihad eine Sache, die wir mögen oder nicht mögen? Oh ihr, die ihr glaubt, das Gebet eine Sache, die wir mögen oder nicht mögen? Habt ihr verstanden? Das heißt, Allah Azza wa Jal hat uns in unserer Religion die Dinge hervorgehoben, die schwer für uns zu praktizieren sind. Warum? Weil hier möchte er sehen, ob wir unserem Gelüst folgen oder der Religion. Habt ihr das verstanden? Wie viel Ayat lest ihr? O ihr, die ihr glaubt, schlagt euch den Wanz voll, esst und trinkt so viel ihr wollt. Lest ihr solche Ayat? Nein. Aber wir sollen Geduld zeigen. Wir sollen das Gebet verrichten. Wir sollen unseren Groll, was? Unseren Zorn? Unterdrücken. Leicht oder schwer? Sehr, sehr schwer, liebe Geschwister. Daher Allah Azza wa Jal, er weiß Bescheid, was wir lieben und was wir nicht lieben. Aber, was sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, dass euer Gelüst was entspricht, womit ich gekommen bin. Das heißt, das, womit der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gekommen ist, du nimmst das an, das heißt, du akzeptierst das. Und du folgst dem, dann bist du ein wahrer Anhänger von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah azza wa jal uns nur zu den besten Dienern zählen lassen. Aisha radiallahu anha hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat niemals eine Frau in seinem Leben geschlagen. Die Hand vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat niemals jemanden geschlagen, außer auf dem Wege Allahs beim Dschihad. Sonst sagte sie bei Imam Muslim, weder hat er eine seiner Ehefrauen geschlagen, noch hat er eines seiner Maultiere geschlagen, ja nicht einmal eine seiner Sklavinnen. Niemals folgst du deinem Gelüst und schlägst du deine Frau oder folgst du der Religion und folgst
Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Deswegen, als ein Mann zu Hassan al-Basri gekommen ist und er sagte, ja, Abu Sa'id, Hassan al-Basri ist Abu Sa'id, er sagte, ayyul jihadi afdal, was ist der beste Jihad, den ich verüben, den ich verrichten kann? So sagte Hassan al-Basri, jihaduka hawak, dass du was bekämpfst? Deine Gelüste. Dass du dein Gelüst bekämpfst, das ist der beste Jihad, liebe Geschwister. Subhanallah. Auch in allen anderen Dingen. Gibt es ungerechte Präsidenten, Herrscher? Antwort. Ja. Schaut mal, Subhanallah al-Azim, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte uns, am Tage der Auferstehung werden manche unter dem Schatten des Thrones von Allah azza wa jal sein. Wen nannte er als Ersten? Den? Al-Imam al-Adil. Der gerechte Führer, der gerechte Herrscher. Ein gerechter Herrscher ist jemand, der seinen Gelüsten folgt oder der Religion? Ha, subhanallah al-Azim. Ihn nannte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Erstes, denn entweder folgst du der Religion oder deinem Gelüst. Allah azza wa jal sagt, أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Ist derjenige, der sich auf der Rechtleitung von Allah, dem klaren Beweis, beruht, das bedeutet Koran und Sunna, wie einer, dessen Taten ausgeschmückt wurden, und er folgt dabei seinem Gelüst. Diese Sache ist eine sehr wichtige Sache für uns, liebe Geschwister, weil wir haben nur zwei Optionen. Du folgst Allah und seinem Gesandten oder du folgst deinem Gelüst. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dieses verstehen. Und Allah Azza wa Jal hat dir nicht erlaubt, dein Gelüst zu befolgen, weil wenn du das machst, dann wirst du in Al-Hawiya hereingeworfen, bedeutet in die Hölle, wal-Iyadu billah. Mit wie vielen Leuten sprechen wir, auch von unseren eigenen Familien? Wir sagen zu ihnen, wann wollt ihr endlich anfangen zu beten? Was sagen sie uns? Was kriegt ihr für Antworten? Später. Was noch? Wenn Allah will. Allah sagt ihn 96 Mal im Koran, bete, damit er sagt, wenn Allah will. MashaAllah. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe keine Zeit. Ich bin noch nicht überzeugt. Du sagst zu einer Schwester, bedecke dich. Die sagte, ich bin noch nicht überzeugt. Du gibst ihr die Bravo, die sagt, ich bin vollkommen überzeugt. 100% Yaqi. Da zieht sie sich an wie die Frauen bei der Bravo. Möge Allah azza wa jalla uns bewahren. Subhanallah al-Azim, schaut mal, wie die Sache ist. Diese Leute folgen was? Ihrem Gelüst. Und dieses ist der gefährliche Weg, dass du deinem Gelüst folgst. Selbst Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er zu den Kuffar in Mekka, den Quraishiten gekommen ist, gab es welche unter ihnen, die haben den Islam angenommen und andere sind was gefolgt? Ihrem Gelüst. Subhanallah. Aber die ihrem Gelüst gefolgt sind, sie kannten die Wahrheit. Allahu Akbar. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er war einmal unterwegs gewesen in Mekka. Und dieses ist von Al-Mughira ibn Shu'ba erzählt worden, die Überlieferung, sie ist bei Al-Bayhaqi und Sahih nach Sheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Al-Mughira ibn Shu'ba, er sagte, an diesem Tag war ich mit Abu al-Hakam. Ich war mit Abu al-Hakam, Abu al-Hakam ist Abu Jahl. Und wir gingen des Weges. Dann trafen wir den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, der uns einlud zum Wege Allahs. Der uns einlud zu der Rechtleitung, der uns einlud zu der Reue, dass wir Allah Azza wa Jals Rechtleitung folgen durften. Und so war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schaut mal, subhanallah, wenn wir Leute begegnen auf der Straße, ja, wir reden mit ihnen über Fußball, über Videospiele, über neue Klingeltöne, über alles außer über Islam. Ja, willst du nicht, dass er den Islam annimmt? Oder willst du nicht, dass dein Bruder zum Weg des Islam zurückkehrt? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat niemals eine Situation ausgelassen, außer dass er selbst die Hartnäckigen dazu eingeladen hat, den Islam anzunehmen. Er sagte zu ihnen, zu Abu Jahl, und er war bekannt, wer Abu Jahl war, liebe Geschwister. Er sagte zu ihm, ich lade euch ein zum Wege Allahs, Azza wa Jal. Schaut mal, was Abu Jahl sagte. Ja, Muhammad, hal anta muntahi an sabbi alihatina? Möchtest du endlich aufhören, unsere Götter zu beschimpfen? Hal turidu illa an nashhad an qad ballaghta? Möchtest du nur, dass wir bezeugen, dass du bezeugt hast? Möchtest du nur, dass wir sagen, ja, du bist mit der Botschaft gekommen? Ist es das dein Ziel? Schaut mal, der Kafir durch und durch, a'udhu billah. Was wollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Dass die Leute den
Islam annehmen. Was hat Abu Jahl ihm vorgeworfen? Willst du nur kommen, damit es heißt, du hast die Botschaft überbracht? War es das, was der Prophet s.a.w. wollte? Nein, er wollte, dass man der Botschaft folgt, an sie glaubt und ihr folgt. Dann sagte Abu Jahl weiter zu ihm, er sagte, Nashhad an qad balaghta. Wir bezeugen, dass du diese Botschaft verkündet hast. Passt auf, wir bezeugen, dass du diese Botschaft verkündet hast, aber wir nehmen sie nicht an. Wir nehmen sie nicht an. Wir bezeugen, dass du diese Botschaft verkündet hast, aber, Klammer auf, wir nehmen sie nicht an. Und er sagte weiter, فَوَاللَّهِ لَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ مَا تَقُولُ حَقَّ مَا تَبَعْتَكُ. Bei Allah, er schwört auf Allah, wenn ich wüsste, dass das, womit du gekommen bist, die Wahrheit ist, so würde ich dir nicht folgen dabei. Was ist er gefolgt? Seinem Gelüsten. Allahu Akbar. Der Prophet Muhammad s.a.w., er war traurig, liebe Geschwister. فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dann ging er weg. Schaut mal, was dann Abu Jahl zu Al-Mughira ibn Shu'aba sagte, als sie alleine waren. Er sagte, وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمْ أَنَّ مَا يَقُولْ حَقَّ. Bei Allah, ich weiß, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist. Wann hat er das gesagt, nachdem Muhammad s.a.w.? Weg war. Wie nennt ihr das? Dumm. Jai. Hochmut. Hochmut. A'udhu billah. Deswegen sind sie Kuffar. Weil sie bedecken die Wahrheit. Er sagt und er schwört bei Allah. Bei Allah, ich weiß, dass das, was Muhammad s.a.w. sagt, die Wahrheit ist. Schaut man darauf hin, kam die Aya herab, Allah Azza wa Jalla sagt, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Allah Azza wa Jalla sagt, sie, die Kuffar in Mekka, nachdem dieses Gespräch gewesen ist, so sagte Allah Azza wa Jalla uns im Koran, sie bezichtigen dich nicht der Lüge, ja Muhammad. Warum? Weil sie kennen die Wahrheit. Das heißt, sie wissen, dass du die Wahrheit sagst. Aber Allah Azza wa Jalla sagt, aber die Ungerechten, sie verleugnen die Zeichen Allahs. Allahu Akbar. Und deswegen Allah Azza wa Jal, er schickte zu Bani Israel, zu diesem geehrten Volk, Allah Azza wa Jal hat sie bevorzugt vor allen anderen Völkern, liebe Geschwister. Allah schickte von ihrer Seite Propheten. Das heißt, sie kamen von welchem Stamm? Von Bani Israel. Allah Azza wa Jal sagt, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقُتُلُونَ. Jedes Mal, wenn zu euch Propheten gekommen sind, die aber nicht das getan haben, was eurem Gelüst entspricht, dann habt ihr einen Teil der Lüge bezichtigt und einen anderen Teil getötet. Imam Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala ذكر أن اليهود في يوم واحد قتلوا 70 نبيا, dass das Volk von Bani Israel an einem Tag 70 Propheten getötet hat. 70 Propheten, warum? Weil diese Propheten nicht das gesagt haben, was ihren Gelüsten entsprach. Und seht ihr, wenn man seinem Gelüst folgt und nicht der Wahrheit, wo landet man? In Jahannam. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Und das ist das, was ich meinen Brüdern und meinen Schwestern zu sagen hatte. Unser Glaube stimmt erst und erst dann erst vollständig, wenn wir unsere Gelüste durch unseren Verstand, der die Religion angenommen hat, kontrollieren. Das heißt, du musst ein Sieb benutzen, einen Filter benutzen. Ist mir dieses Gelüst erlaubt, dann lebe ich es aus und es ist mir erlaubt. Ist dieses Gelüst nicht für mich erlaubt, dann lebe ich es auf diese Art und Weise nicht aus, aber ich kann es auf Halal-Art ausleben. Das ist alles, liebe Geschwister. Und deswegen brauchen wir nicht traurig zu sein. Wallahi, die Kuffar haben keinen Vorrang uns gegenüber, sondern wenn wir etwas tun, tun wir es mit einem guten Gewissen, während die Kuffar nicht wissen, dass sie morgen vor Allah Azza wa Jal stehen werden. Wir wissen aber, dass wir hier genießen können in dieser Dunya und bei Allah gibt es noch mehr. Möge Allah Azza wa Jal uns seine Gnaden nicht verwehren. Möge Allah Azza wa Jal uns die besten Speisen im Paradies geben, die schönsten Huris, die schönsten Paradiesjungfrauen und uns das schönste Leben im Paradies geben. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanak اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في euer gutes Zuhören, liebe Geschwister. Seid ihr einverstanden damit, dass wir diese Unterrichtsreihe machen? Wie werde ich ein besserer Mensch? Inshallah.
Ihr habt sowieso keine Wahl, ich hab das schon bestimmt. Ich will nur, dass man denkt, ihr dürft auch mitreden. Okay, ganz schnell. Gibt es Fragen? Gibt es Fragen? Weil wir gleich auch inshallah ta'ala weiterfahren, bi'idhnillah. Na, tfadda. Aber unabhängig jetzt von diesem Thema. Erstmal zum Thema, gibt es zum Thema Fragen? Weil wir nehmen das auf, vielleicht ist die eine oder andere Frage wichtig. Tfadda, Lachi. Ich habe eine Frage beim Schlachten jetzt. Wenn ein Jude oder Christ schlachtet, ohne Bismillah zu sagen, können wir essen, indem wir Bismillah sagen? Richtig. Okay. So, wenn ein Jude oder ein Christ schlachtet und er sagt nicht Bismillah, dann können wir trotzdem dieses Geschlachtete essen, wenn wir Bismillah vorher sagen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Tfadl. Aber wie gesagt, man müsste aber schon wissen, dass der geschlachtet, also nicht als geschossen. Das ist wir haben gesagt geschlachtet, ja. Nee, deswegen wollte ich das nur dazu fragen. Geschlachtet. Na. Das ist auch meine Frage. Ist dann der ist jetzt mit Schlachten Schächten gemeint? Also die natürlich, die islamische. Wir meinen das, weil im Deutschen ist Schlachten ja alles Mögliche. Ja, und auch auf jede Art und Weise. Das heißt nicht Elektroschock und nicht Bolzen und keine Kopfnuss, sondern bei uns, okay. Was? Mit dem Messer. Na? Wallahu ta'ala ala wa ala. Na? Eine Frage zur Kindererziehung. Sollte man sein Kind, um das islamisch zu erziehen, sollte man das eher zum Kindergarten schicken oder lieber zu Hause erziehen? Na, sollte man sein Kind zum Kindergarten schicken, das hängt davon ab von den Erzieherinnen. Es gibt Erzieherinnen, die erziehen fremde Kinder wie ihre eigenen Kinder und sie haben Religion. Da kann man sie hinbringen. Aber wenn wir Erzieherinnen haben, die wal'iyadu billah, diese Kuffar-Schiene fahren, hier würde ich das nicht empfehlen, dass man dort seine Kinder hinbringt, denn Kinder sind schwach. Der sieht, dort werden Geburtstage gefeiert, natürlich möchte er mitfeiern. Denkt ihr, ein Kind, ein Erwachsener hat schon Probleme damit, richtig? Er sitzt bei einer Betriebsfeier und dann wird Alkohol getrunken, dann soll ich jetzt aufstehen oder nicht? Und ein Erwachsener, was soll ein Kind dann machen? Ein Kind ist schwach. Ein Kind lässt sich lenken. Der hört alle singen, Happy Birthday to you. Dann macht er so, to you. Er ist schwach. Was denken wir denn? Ha? Deswegen, wenn man das in einem islamischen, ich habe meine Kinder in einem islamischen Kindergarten und ich habe nur sehr, sehr gute Erfahrungen, Tabarak al-Rahman gemacht. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja, deswegen, es gibt Kindergärten, aber du musst gucken, ob das der richtige Kindergarten für deine Kinder ist. Und ich empfehle, dass man hier wirklich sich das genau anguckt und dann Istikhara betet, bi'idhnillah ta'ala. Na, tfadda. Es gibt ja, also es ist ja eigentlich sehr bekannt, dass die Eltern einen so gut wie den allerhöchsten Stellenwert überhaupt haben bei uns. Also nach Allah. Das ist das Entscheidende, nach Allah, richtig. So heißt er dann. Die Sache ist jetzt die, man darf doch als Eltern ist es doch nicht befugt, seinem Sohn etwas zu verbieten, was Pflicht für uns ist. Dürfen die ja nicht. Die Eltern dürfen einem nicht was verbieten, was die Religion uns geboten hat, richtig. So, wenn es jetzt, aber wir als Kinder dürfen ja auch nicht dafür sorgen, dass unsere Eltern so gekränkt auf uns sind. Also wir müssen es gibt ja ein Hadith, dass wenn deine Eltern keine Heil auf dich haben, dass du nicht in den reinkommen kannst. Na. So, wie muss man da jetzt die Mitte finden? Angenommen jetzt bei dieser Badangelegenheit zum Beispiel. Na. Bei mir persönlich jetzt ist es jetzt so zum Beispiel, dass meine Eltern damit überhaupt nicht einverstanden sind und ich weiß ja, dass das falsch für uns ist. Und die Sache ist jetzt, die soll ich das... Jetzt mit diesem Bad haben Sie Probleme? Jetzt schon. Okay, ich habe verstanden. Auf jeden Fall, der Bruder sagt, Allah muss befolgt werden. Aber wir sollen ja auch unseren Eltern befolgen. Ja. Wie sieht es aus, wenn es ein Gebot gibt, Allah möchte, dass wir das tun, aber unsere Eltern bekämpfen uns deswegen. Hier brauchst du viel Hikmah. Die Sache ist, viele Eltern sind Juhal, weil sie sind hier letztendlich, haben hier eine lange Zeit verbracht und sind den Kuffar sehr ähnlich geworden. Das ist die Wahrheit. Und dadurch, dass sie Fernsehen gucken, verderben ihre Gedanken immer mehr. Weil durch das Fernsehen kriegen sie diese Kuffergedanken und alles drum und da. Auf jeden Fall, wie ist das hier? Hier muss man ganz langsam herangehen. Dass man erstmal den Eltern erklärt, dass wir Muslime sind. Sagt man, meine Eltern wissen doch. Wallahi, sie wissen nicht. Wüssten sie es, hättest du nicht diese Probleme. Sie wissen es nicht. Du musst sie erst erinnern, dass wir Muslime sind. Pass auf, die Sache hat mit Geduld zu tun. Erstmal sind deine Eltern dagegen. Aber wenn sie sehen, dass dein Charakter ein guter Charakter ist
und du ihn gehorchst, außer in Dingen, die dir nicht erlaubt sind, ihn zu gehorchen, aber du tust alles andere, was sie von dir wollen, niemals, wenn sie gesunde Herzen haben, werden sie dich hassen. Niemals. Und sie werden mit der Zeit weich werden und ich kann dir 1000 Geschichten erzählen, die genau oder größere Probleme hatten als du und mit der Zeit haben jetzt selber die Eltern angefangen zu praktizieren. Sabrach, das braucht Sabr, die Geschichte. Das heißt, du musst dir erstmal was von den Eltern anhören. Aber weh dir, dass du deinen Bart rasierst. Warum? Dann sehen sie, die können mit dir machen, was sie wollen. Wenn sie aber sehen, du bist auf einem geraden Weg, Wallahi, die respektieren deinen Weg, auch wenn sie es dir nicht sagen. So ist die Sache. Ich rede mit dir aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung von vielen Hunderten von Geschwistern. Na, das ist die Sache. Im ersten Mund bekämpfen sie dich, weil sie denken, dass du ihnen folgst. Dass du ihrem Befehl sozusagen unterliegst. Aber wir werden niemals unsere Eltern mehr lieben als Allah, das geht nicht. Allah hat diese Eltern erschaffen. Na, wenn sie sehen, dass du standhaft bist, sei dir sicher. Und merke dir meine Worte, sie werden dich in Ruhe lassen mit der Zeit. Hauptsächlich, du fängst nicht an, nach ihrem Weg zu tanzen nachher. Dann hast du verloren von vornherein. Dann sagen sie, ja, das ist der Bart, jetzt gehen wir an das andere. Und dann werden sie einen Schritt nach, eine Sache nach der anderen abbauen. Möge Allah uns bewahren. Na, meine Schwester betet ab und zu und manchmal nicht. Ist es von Allah oder ist es ihr Wille? Es ist ihr Wille. Allah mischt niemals das Schlechte. Allah sagt uns doch 96 Mal im Koran, betet, damit er uns vom Gebet abhält. Ja oder nein? Nein. Allah Azza wa Jal sagt, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا يُرَاؤُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Wenn sie zum Gebet aufstehen, wer die Heuchler, dann stehen sie nur sehr schwerfällig auf, sehr ungern auf. Und sie gedenken Allahs nur sehr wenig, wann, wenn die Menschen bei ihnen sind, damit sie sich vor den Menschen zeigen und nicht vor Allah Azza wa Jal. Das ist der eigene Wille von ihr. Möge Allah Azza wa Jal diese Schwester recht leiten. Das heißt nicht, dass sie jetzt eine Heuchlerin ist, weil ich die Eier, die geht über die Heuchler, aber das ist eine heuchlerische Eigenschaft. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Na, von der Länge der Hose, ist das für nur Gewand? Oder ich meine die Länge der Hose. Nein. Und wenn man zum Beispiel einen Anzug anzieht, auch noch der Hose. Der Bruder sagt, das Gebot, das der Prophet Muhammad sallam bei Imam al-Bukhari sagt, alles was unter den Knöcheln ist, ist im Höllenfeuer. Das heißt, man darf nicht etwas tragen, was unter den Knöcheln ist. Gilt das nur für die Hose oder gilt das auch für andere Kleidungsstücke? Sheikh al-Islam, rahmatullah alayh, er sagt, dieses gilt für alle Kleidungsstücke, wenn es auch ein langer Kamis ist, wenn es eine Hose ist, wenn es ein Gewand ist. Alles, was unter den Knöcheln ragt, ist im Höllenfeuer. Möge Allah uns bewahren. Noch eine Frage. Ich wohne jetzt in der Zeit in der islamischen WG in der Nähe von der Uni und wir studieren alle. Und wir haben das, also es gibt ein Problem, weil es in der Nähe eigentlich keine Moschee gibt. Mhm. So haben wir uns oft gar nicht, dass wir, wenn wir zu Hause sind, immer alle zusammen beten als Jamaa. Zählt das dann wie, als ob man in der Moschee gebetet hätte? Nein. Das zählt auf jeden Fall nicht. Der Bruder sagt, zählt das, wenn wir zu Hause beten, als Jama'a oder nicht? Das zählt nicht als Jama'a, weil das Gebet in der Jama'a hat Bedingungen. Erste Bedingung ist, dass dieses ein Raum ist, der zur Verfügung steht für alle Muslime. Euer Raum steht nicht für alle Muslime zur Verfügung, richtig? Nicht Tag und Nacht. Ich sag nein. So, der Beweis dafür, dass es keine Jama'a ist, Abdullah ibn Ummi Maktum. Hadith bei Bukhari und Muslim. Er bat den Propheten Muhammad sallam einmal, dass Muhammad sallam zu ihm nach Hause kommt, damit sie bei ihm das Gebet zu Hause machen. Der Prophet sallam hat abgelehnt. Weil das Gebet, wo geführt werden muss, in der Moschee. Und die Gelehrten sagen, weil wenn eine Stätte nicht zugänglich ist für die Muslime, dann ist sie keine Moschee. Soll man da nicht zusammen beten? Die Sache ist, er sagt, wenn manchmal wir das Gebet nicht schaffen. Man soll in erster Linie in der Moschee beten. Aber wenn man es jetzt gar nicht schafft, dann betet man natürlich in der Gemeinschaft. Das zählt aber nicht als Gemeinschaftsgebet. Aber der Prophet sallam sagte, das Gebet von vier ist besser als das Gebet von so und so und so weiter und so fort. Na? Wallahu ta'ala ala wa ala. Barakallahu fikum. Jazakum la khairan. Es hat uns wieder gefreut, dass wir euch treffen konnten. Und wir hoffen darauf, dass Allah azza wa jal uns noch weitere Treffen ermöglicht. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Möge Allah euch in der Dunya und in der Akhira schützen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen.